Hallo, wir machen den zweiten Teil dieser Abituraufgabe. Vektorrechnung Nordrhein-Westfalen Grundkurs. Wir haben ein paar Punkte gegeben und wir haben auch eine Zeichnung dazu. Hier ist der Punkt A, da ist der Punkt B und da ist der Punkt C hier oben. Und wir sollen jetzt eine Ebenengleichung aufstellen, der Ebene, in der sich die Punkte A, B und C befinden. Unabhängig davon, was jetzt in der Originalaufgabe steht, möchte ich hier einfach mal alle drei Formen von Ebenengleichungen zeigen: Parameterform, normalen Form und Koordinatenform. Man ist sich übrigens nicht ganz einig darüber, was eine normalen Form ist, also wie man die jetzt korrekt aufschreibt und was eine Koordinatenform ist. Manchmal wird das auch durcheinander geschmissen, das ist die normalen Form, die Koordinatenform. Deshalb Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.